sieht's aus, liebe Leute. Ganz herzlich willkommen. Wir spielen eine Runde Pepsi Man für die PlayStation 1. So bekloppt und schön, dass ich da mal ein eigenes Video machen möchte. Hab's ja vor kurzem schon im Livestream angespielt und hat euch sehr gut gefallen. Deswegen zocken wir es jetzt mal richtig. Ohne, dass ich auf den Chat achten muss und vielleicht spiele ich dann ein bisschen besser. Okay, ich wünsche euch viel Spaß. Das Spiel kam 99 raus, nur in Japan und ist so bekloppt. Ein richtig schönes Werbespiel, wie es im Buche steht. Trashig, aber unterhaltsam, würde ich mal sagen. So, da sehen wir erstmal den prototypischen Pepsi-Kunden. Hey, let's start the game. Gute Idee, mein Freund. Den sehen wir in allen Cutscenes. Und das ist der Pepsi-Man. Der sieht ein bisschen eher aus wie eine Red Bull-Dose. Aber egal. Ah, Pepsi-Man. You got here just at the perfect time. I got a call that a vending machine ahead ran out of Pepsi. And I was just on my way there, when I got a flat tire. There are a bunch of people gathered in front of the vending machine. They want Pepsi! And the word is that they're just about to riot. I plan to head over there as soon as I can fix this flat. But it looks like it's gonna take some time. Can't you do something, Pepsi Man? Yes! Ach, der Song ist allein so gut. Ich muss mal gucken, ob es ihn irgendwo als Vollversion gibt. Jetzt geht Pepsi Man auf seine Mission. Und zwar, ja, es ist ein Autorunner, wie man es heute von Temple Run auf den Handy kennt oder Angry Gran Run. Das hat doch die meiste Ähnlichkeit. Wir müssen die Pepsi einsammeln und am Schluss den Automaten befüllen, damit das Dörfchen wieder die wichtige Pepsi hat. Und ja, schön den Hindernissen ausweichen. Ja, da hätte ich jetzt schon mal springen müssen. Und ja, Achtung, Hausfrau mit Wäsche, das ist gefährlich. Uiuiuiui. Okay, Kanaldeckel, Spackos. Vorsicht. So, wir können auch sliden. So geht das. Uhu. Checkpoint. Und durch das Häuschen. Ja, Pepsi-Man kennt keine Gnade. Ihr, auf seiner Mission ist ihm jedes Mittel recht. Okay, jetzt haben wir hier ein Problem. Mülltonne, das heißt, die Steuerung ist jetzt invertiert. Muss ich vorsichtig sein. Oi, oi, oi. Danke, du Blöder. Presslufthammer Paule. So. Gut, Mülltonne weg. Durchs Haus. Alter, über den Stuhl gefallen. Pepsi Man. Du Dussel. Okay, aber noch kein Leben verloren. Nur gestolpert. Und jetzt sollte man langsam ein bisschen Gas geben. Die Zeit ist knapp. Da kommt schon wieder der Müllmann da vorne. Verliert seinen ganzen Abfall. Um die Möbelpacker. Ein Tisch. Ein Schrank. Schön. Noch ein Schrank. Alles raus damit. Genau. Brauchen wir ja nicht. Pepsi ist wichtiger. Uiuiui. Ui, ui. Und wir schaffen es. Da vorne ist schon der Automat. Kid und Kids. Und unsere erste Mission ist damit erfolgreich gelöst. Eigentlich soll er ja einen Automat auffüllen, aber stattdessen trinkt er. Das kapiere ich nicht so ganz. Logik sucht man in diesem Spiel vergebens. Okay, unterm Rekord. Ich habe das hier schon mal im Livestream angespielt, da war ich irgendwie besser. Und dann geht's auch gleich weiter. So. Oh, das war nix. Er wollte gerade nicht nach rechts gehen, der Pepsi-Mannequin. Right. So, Fußgänger hier, Vorsicht. Und die Baustelle, die Techno-Baustelle. Da geht's ab. Und da vorbei, wunderbar. Achtung, Bagger! Oh, okay, da hatte ich beim letzten Mal voll Probleme, über diese Planke zu gehen, aber diesmal läuft's. Und wieder durch die Bude und au. Die Hauswand ist zerstört. Pepsi-Man, der Mann aus Stahl und Cola. So. Okay, jetzt haben wir Skateboard und Vorsicht. Und jetzt in San Francisco. Vorsicht vor Taxis und Cable Cars. Alter. Und ich glaube, irgendwo kam hier gleich so eine fiese Betonwand. Wie oft ich da dagegen gedonnert bin. Hallo, Ruhe da vorne. Da kommt die Wand. Yes.
Gut, weiter geht's. Ah, schon wieder die Möbelpacker. Eine ganze TV-Kommode hier. Alljajaj. Und das hier. Schnullimann und Söhne. Spedition für Noobs oder was? Okay. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Und die Menge tobt schon und freut sich. Es gibt wieder Pepsi für das Volk. Und ich glaube, jetzt kommt die nächste Szene auch gleich. Mit einem neuen Notfall. Ah, ne, jetzt kommt hier. Genau. Was hier nicht alles passiert. Jetzt kommt erstmal die Riesendose. Also, wir müssen vorsichtig sein. Denn jetzt ist es noch fieser. Jetzt sehen wir ja nicht, was auf uns zukommt. Erst im letzten Moment. Ich glaube, wir dürfen nur ein- oder zweimal stolpern. Sonst rollt uns die Dose weg. Alter! Scheiße! Lauf doch schneller! Voll ich! Kacke! Das war schon nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Also zweimal dürfen wir stolpern, beim dritten Mal ist Feierabend. Boom, boom. Das Spiel ist ganz schön laut. Einmal dürfen wir noch stolpern. Nicht, dass ich es unbedingt will. Pepsi-Penner! Pass mal auf! Yes! Das wäre eben an der letzten Kiste gescheitert. So ein Shit. So. Jetzt kommt wieder was Neues, glaube ich. Und Rekord, hä? Oder nicht. You're doing pretty good. Mhm. Du auch. Another day in paradise. Have a Pepsi. Next stage. Mhm. Schön, dass sie so angenommen haben, die eigene Kundschaft hier darzustellen. Und die nächste Szene. Jetzt kommt die Feuerwehr. Man, there's a building on fire just ahead. We need to get there immediately, but look what's happened. According to reports I have heard, they got the fire under control, but there are some people that couldn't escape fast enough and are trapped on the roof. They are extremely exhausted, and it doesn't seem likely that we can get first aid to them in time. Can't you give them something to help revive them, Pepsi Man? Kein Problem für Pepsi Man! So. Und mal sehen, jetzt kommen wir, glaube ich, gleich in die Kanalisation schon. Oh. Okay, hier ist erstmal Halligalli auf der Straße. Polizei kann auch nicht mehr fahren. Bettler unterwegs, die gerne Pepsi haben wollen. Ist klar, ne? Ui. Geht das wieder los. Shit. Und Checkpoint. Läuft. Das war einfach. Ich bin lieber ruhig. Okay. Und hepp. Weiter geht's. Ah! Seid ihr wahnsinnig! Und. Ah, nee, jetzt kommt die andere Baustelle erstmal. Ah! Aua! So, der dumme Bagger hier. Leiden. Ich find's echt kurzweilig für so ein Werbespiel, für so ein dusseliges. Und hier wird auch so, nicht nur so dezent Werbung gemacht wie bei McKids oder so. Hier wird knallhart Kommerz betrieben. Pepsi ist das Wichtigste in dem Spiel. Was ich ganz witzig finde. Okay. Läuft doch ganz gut bisher.
ich am Anfang auch voll Probleme. Es ging mir alles zu schnell. Heide Witzka! Hopp. Und runter. Wieder der Dusselbagger hier. Yes! Wow, super Zeit. Das könnte ein neuer Rekord sogar sein. Darauf erstmal eine Stärkung. Da! Bam! Und dann geht's direkt weiter. Hier, genau, wir brechen in den Kanal ein und jetzt sind wir in der Unterwelt. Mal sehen, ob ich hier jetzt weiterkomme. So. Runter. Oh! Nehmen wir sogar den eigenen Tod im Kauf. Hauptsache Pepsi! Hi! Sliden, genau. Da hatte ich am Anfang noch Probleme. Wusste ich nicht, dass ich da durchsliden muss, aber im Livestream hat mir der nette Chat geholfen. Hi! Au! Wollte gerade springen, ich bin doof, Kopf. Ja. Ach, warum springe ich? Stumm bin. Der arme Pepsi-Man. Ist ja nicht Superman, das ist nicht der Mann aus Stahl. Der besteht nur aus Zucker, Wasser und Kohlensäure. Yes. Deswegen tut ihm das alles weh. Hey! Oh ja, 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 ja. Oh, das geht echt schnell hier. Das kapiere ich auch noch nicht so ganz, was ich hier machen muss. Ich denke, ich muss auf der rechten Seite irgendwie bleiben. Hm. Links haut mich die Bahn weg. Oh ja, ja, ja. Oh, Presslufthammer Paolo ist wieder am Start. Und seine Brüder. Brüder. Ach, jetzt hier? Denn der läuft automatisch. Hm, hier ist irgendwie, keine Ahnung, da ist der Pepsi-Man einfach zu langsam. Verstehe ich nicht. Aber ich habe 8 Leben. Warum habe ich so viel Leben eingesammelt? Hm. Ich kann gar nicht rechts bleiben, der geht automatisch auf die linke Seite hier. Genau. Hallo, Herr U-Bahn-Fahrer. Passen Sie mal auf, hier ist ein Pepsi-Man auf den Gleisen. Einer wichtigen Mission. Mann. So. Kapier's nicht so ganz. Ja, Depp. Dusselkopf. Wie? Das raff ich jetzt echt nicht. Vielleicht gibt es noch eine geheime Funktion, von der ich schon nichts weiß. Ich drücke hier gerade mal alle Knöpfe. Aber ich kann nur rutschen und springen. Hm. Vielleicht ist die Endstation. Vielleicht will mir das Spiel sagen, der Pepsi-Man, der kann nix. Geh lieber zum Coca-Cola-Man. Ja! Oder kann ich... Du bist ja lustig. Das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie mit Steuerkreuz nach oben schneller laufen könnte. Hm. Oh, jetzt doch? Ach, guck mal. Er kann doch schneller laufen. Wie hab ich das jetzt gemacht? Du Klappspaten, du. Dummkopf. Diese Geräusche sind so allein. Okay. Er hat doch so einen Turbo-Booster. Okay, ich habe den Pepsi-Man unterschätzt. Er ist echt gut. Er ist episch. Jawohl. Sehr schön. Hep. Pra, Paule! So, das ist der Spaten, den siehst du kaum beim ersten Mal. Das ist echt nicht nett hier. Yes, und Checkpoint.
Geil. Sehr schön. Und jetzt? Okay, wir sind im U-Bahnhof. Und nur Idioten hier, natürlich. Lauf schon, du Dusselkopf. Trepp hoch. Okay. Was sind denn das für Leute hier? Gratis Pepsi-Verköstigung. Okay. Was hat er mit der Frau gemacht eben? Gott, ist das strange. Okay. Ich weiß nicht. Der Pepsi-Man, der eigene, firmeneigene Held, wird hier doch ziemlich slapstickhaft in Szene gesetzt. Ich weiß nicht, ob das die Absicht von Pepsi war. Wenn ja, ist es aller Ehren wert, so ein bisschen Selbstironie zu zeigen. Ah, shit, da komme ich nicht mehr hin. Das schaffe ich nicht mehr. Lauf, du! Zeit ist um. Und ich bin tot. Hat der eigentlich unbegrenzt von dieser Fähigkeit zu rennen? Glaube. Ah, komm. Und das Schöne ist, der läuft auch die ganzen Typen über den Haufen. Das hätte ich schon von Anfang an machen sollen. Hurry! Hurry! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft, Freunde! Okay. Das war geplant. Das ist ganz schön herausfordernd. So ein dusseliges Werbespiel. Kommt jetzt die nächste lustige Cutscene? Ich freue mich schon drauf. Nee, da kommt jetzt nicht wirklich der Coca-Cola-Weihnachtstruck hinter uns hergefahren. Hat man wirklich noch Vergleichswerbung gemacht? Wie cool ist das denn bitte? Hat man sich was getraut? Geht natürlich nicht Coca-Cola drauf, aber es ist eine eindeutige Anspielung an die Weihnachtstrucks. Unglaublich. Unglaublich. Ja, ja, ja. Oh, und überrollt von Center. Hier besteht Super Attacke übrigens nicht, also diesen Turbo Boost. Was ein bisschen schade ist, obwohl. Wäre so schnell, dass ich nicht mehr auf die Hindernisse achten könnte jetzt. Boah, wie mies. Ich springe, da ist so ein dummes Schild da oben. Das ist assi. Okay, so ist am besten. Okay, hey, es läuft, super. Geil, das ist scheiße. Red Pizza. Oh, von wegen. So, der ist kaputt. Stage 2. Scene 1. 40 von 100. Nicht so gut, nicht so viel eingesammelt. Pepsi für TV-Game. Der ist so gut. Oh, der ist so gut, der Typ. Oh, ich hoffe, aus dem ist noch ein toller Comedian geworden. Und nächste Szene. Pepsi Man. A plane full of passengers had to make an emergency landing in the desert. We were on our way there when the helicopter broke down. Fortunately, no one was hurt or killed. But in the middle of nowhere, right in the middle of the desert, and they are all exhausted. Another helicopter is on the way, but it looks like it's going to take some time. Isn't there anything we can do to help them until that helicopter arrives? Kein Problem. Pepsi Man! Pepsi Man! Also stoppt der schöne Song hier einfach. Okay. Now it's Pepsi. Oh, Danger. Alter.
Wieso läuft er eigentlich auf der Straße hier? Ah! Ah! Are you crazy? Caution, here are footgangers on the street. You fucking morons. Okay. Nö, ja, hupen kann ich auch. So. Ui, ui, ui. Oh. Schön. Oh, er steht nochmal auf. Mit letzter Kraft rafft er sich auf, um vielleicht doch noch seinem Schicksal zu entgehen. Aber nee, der dusselige LKW-Fahrer kennt keine Gnade und tötet Pepsi-Man. Ist das nicht ein schönes Spiel? Ja. Da werden wir noch Spaß haben. Ich werde das mal in die Livestreams so ein bisschen einfügen, wenn noch Zeit ist. Vielleicht kriegen wir das zu Ende. Jetzt danke ich euch fürs Zuschauen. Besorgt euch dieses Spiel, macht jede Menge Spaß. So bekloppt. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüsschen!